Servus, liebe Leute, und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Wir zocken heute mal mit dem Chaos gegen die Zwerge. Und wir haben eine fette Frontlinie, ja, eine ziemlich schwache Frontlinie aus Chaos-Barbaren mit Zweihandwaffen dabei, also mit ihrer Rüstungsdurchdringung. Leider keine aufstrebenden Champions. Ich weiß, eigentlich bräuchte ich sie, aber ich habe sie mir nicht leisten können. Und ich hoffe darauf, dass meine beiden Riesen, die hier mit dabei sind, das wettmachen werden, damit wir da den Nahkampf halbwegs gewinnen können. Dann haben wir noch den Sartorell dabei. Wir haben einen Chaos-Streitwagen. Wir haben Chaos-Ritter. Und wir haben zwei Chaos-Hunde, die auch noch dabei sind. Und wie gesagt, diese beiden Verstoßenen hier, die sollen einfach rumgehen und Slayer töten oder auch Fernkämpfer töten. Oder wenn die Slayer hier zu meinen Riesen reinkommen, dann eventuell auch hier zu den Slayern gehen oder von hier um die Slayer auf die Slayer raufgehen, damit sie dann hier eingesperrt sind und ich mit meinem Riesen hier so dort rauslaufen kann. Mal gucken, wie wir es machen. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Tätigen und legen mal los. Wir haben nichts gegen Gyrokopter dabei. Wir sehen hier eine Einheit Zwergenkrieger bisher. Ich würde mal fast sagen, wir gehen mit unseren mobilen Truppen hier so rum und unsere Infanterie stellt sich mal so hier rein. Aber wir wollen auf jeden Fall nicht zu spät da sein mit unseren mobilen Truppen. Wir überladen hier einfach mal die linke Flanke und gucken mal, wie es läuft. Naturell hat die finale Transmutation und den Rostfluch dabei. Hoff mal drauf, dass mein Gegner keinen Runenmeister dabei hat, näher Thorgrim. Das heißt, wir können da was machen. Müssen wir jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von den Kanonen zerfetzt werden. Müssen wir ein bisschen dodgen. Unsere Kavallerie auch in den Wald bringen. Wir warten auf unsere Infanterie, bis die hier antanzt. Auch unsere Forsaken gehen mal so ein bisschen aus der Schusslinie und gehen in den Wald. Unsere Verstoßenen meine ich natürlich. Heißt, diese Verstoßenen gehen mal so hier mit her und die hier, die können durch hier hingehen. Hat er denn jetzt dabei? Er hat Eisendrachen dabei. Um die kann sich wahrscheinlich Sartorell kümmern. Dann hat er Sprengladungen, das ist ein bisschen schlecht für uns. Und zwei Hammerträger, sogar die Gipfeltorwache. Ziemlich heftig. So. Wir stellen uns mal hier so auf. Und jetzt mit unseren Hunden rum. Ein bisschen Corner campen auch mal der Kollege, aber es geht noch. Kommen jetzt dann auch mal demnächst irgendwann mit den Reitern raus. Die bleiben allerdings noch so ein bisschen hier im Wald. Unsere Wägen gehen aber schon mal voraus. Er beschießt jetzt unsere Infanterie. Und ich hätte gern, dass meine Riesen auf die Hammerträger gehen. Das wäre ganz gut. Wir beginnen mal den Angriff. Die beiden Riesen stellen sich mal so hier ein bisschen an die Flanken, während unsere Verstoßenen hier mit an die Flanken mit rüber gehen. Die Hunde kommen jetzt auch. Und ich denke mal, dass wir jetzt auch langsam mal unsere Reiter holen können mit den Hunden. Fangen wir jetzt mal an, so ein bisschen zu dodgen hier. Er hat halt außer den... da stressen wir ihn einfach mal so ein bisschen. Die Hunde sind einfach eine echt coole Einheit. Eigentlich mag ich das Chaos auch wirklich sehr gerne. Wir gucken mal, ob wir ihn so ein bisschen ausmanövrieren können. Gucken wir vielleicht hier rum. Die Hunde, die versuchen hier mal wirklich so ein bisschen zu stressen. Meine Krieger hier. Oh, jetzt muss Sartorell auch mal kommen. Wo habe ich den denn eigentlich? Bleiben meine Riesen. Und hier können wir mal einen kurzen Angriff mit den Hunden machen. Mit den Hunden kommen wir jetzt auch mal hier rum. Mit der. Ja, wo bleiben denn die Riesen? Was ist denn los? Hier kommen wir mit den Verstoßenen rum. Nein, meine großen Monster sind zu langsam. Was ist denn jetzt hier los? So, hier müssen wir den Hunden jetzt wieder raus. Mit den Hunden gehen wir jetzt mal hier rein. Die Reiter gehen hier mal weiter. Diese Verstoßenen will ich eigentlich nicht hier haben. Die Verstoßenen will ich auch nicht hier haben. Hier gehen wir wieder raus. Hier gehen wir wieder raus. Die Verstoßenen will ich nicht gegen die Hammerträger kämpfen lassen, auf gar keinen Fall.
Aber ich brauche jetzt echt mal dringend meine Riesen und auch Satorel. Der Satorel, der muss einfach mal hier direkt durch. Kann noch mal eine finale Transmutation hier casten. Hier können wir noch mal einen Charge schön auf seine... Ah, hier können wir mit den Verstoßen jetzt auf die Slayer gehen. Das ist sehr schön. Der Riese geht mal hier durch. Ne, der bleibt mal einfach hier. Das passt schon. Satorel macht hier sein Ding. Das ist okay. Meine Reiter müssen hier wieder raus. Verstoßen können hier rein. Während meine Hunde hier durchgehen, die Hunde der Seite können jetzt auch mal wieder raus. Satorel kämpft hier weiter gegen gegen die Fernkämpfer, das ist gut. Die Reiter kommen hier nochmal rum, während unsere Hunde sich jetzt mal kurz um die hier kümmern. Diese Hunde gehen da wieder raus. Den beiden Riesen gehen wir mal hier auf seine Helden. Unsere Chaos-Krieger kehren zurück, unsere Chaos-Reiter. Kommen auch wieder unsere Forsaken kämpfen hier gegen die Miners, das ist schön. Sehr schön. Oh, unsere Wägen habe ich auch ganz vergessen. Die kommen jetzt auch noch mit rein. Hier unsere Reiter, die machen jetzt nochmal einen kleinen Charge auf die. Oh, auch vor den Slayern hier muss ich aufpassen. Ich brauche jetzt unbedingt meine irgendwas, um die Slayer hier aufzuhalten. Ich brauche mal meine Verstoßenen. Ja, die Verstoßenen hier, die passen da schon. Aber hier, die brauche ich wieder. Da müssen wir die mal ein bisschen umgehen. Ich brauche irgendwas, um die Slayer hier aufzuhalten. Das wäre jetzt wichtig. Ich muss da raus. Die Riesen kämpfen hier ganz gut. Hier, da kommen wir wieder zurück. Unsere Reitwägen, die ballern jetzt mal hier ein bisschen rein. Satorel könnte eventuell mal... wisst ihr was? Wir machen einfach mit den Streitwägen hier ein bisschen Ärger unter seinen... Und haben wir die Hammerträger hier umgangen? Nein, leider nicht. Aber egal, es ist eine ganze Einheit Hammerträger, die jetzt hier ausfällt, ist okay. Die Kavallerie haben wir so ein bisschen schlecht eingesetzt, leider, leider. Aber das macht nichts. Wir kommen jetzt hier mal mit Satorel mit rüber zu Thorgrim, obwohl Thorgrim eigentlich ein sehr starker Kämpfer ist. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der andere Riese kommt auch mal mit her. Der Riese hier, der kommt mal ein bisschen zurück. Weil der nimmt mir hier gerade ein bisschen zu viel Schaden, wobei eigentlich kann er hier durchbleiben, das ist okay. Machen wir mal den Nahkampfabwehr-Buff. Unser Wagen kümmert sich um die verbleibenden Zwergentruppen. Und ich brauche jetzt dringend den anderen Riesen hier, das wäre mal wichtig. Ich kann hier mal den Rostfluch auf Thorgrim casten. Hä? Was ist denn das hier? Ja, auf Thorgrim bitte. So. Und der Wagen geht weiter. Der Wagen rollt weiter, holt sich mal die Miners hier unten. Hier kämpfen unsere Verstoßenen immer noch gegen seine Truppen hier, Langbärte. Da könnte man eigentlich auch mal mit dem Wagen rein donnern. Das hier ist eigentlich jetzt ein ganz gutes Matchup. Ich brauche den anderen Riesen hier, definitiv. Er soll nicht gegen die Slayer kämpfen. Obwohl die Slayer ihn jetzt wahrscheinlich leider einholen werden. Ich schicke mal den Wagen rein, dass er die vielleicht irgendwie ablenkt. Auch außerdem noch die Jungs hier. Der Wagen soll mal hier mit reinballern und der Riese geht weiter zu Thorgrim. Oh Mann, ziemlich heftige Schlacht. Ziemlich heftige Schlacht. Hey Wagen, alles klar bei dir? Na gut, dann kämpfen wir mal weiter. Vielleicht kann Satorel... Ich weiß nicht, wie Satorel sich hier machen wird. Ah Mist, der eine Riese fliegt schon, das ist schlecht. Der Wagen hier kann man kurz einen Charge auf den Runenschmied hier machen. Satorel hat halt noch wesentlich mehr AP als Thorgrim. Aber Thorgrim ist schon echt ein sehr starker Nahkämpfer. Das muss man auf jeden Fall sagen. Thorgrim ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Die Wägen fahren weiter, unsere Hunde versuchen hier mal ein bisschen die restlichen Zwergen davon abzuhalten, hier aufzuschließen. Und unser Riese kämpft hier weiter, während Satorel Thorgrim hier vom Spielfeld schickt. Oder nee? Frage, wo wir jetzt unsere finale Transportation einsetzen. Ich glaube hier.
So, unser Wagen. Der ist jetzt unsere letzte Hoffnung, hier zu gewinnen. Torg, dem macht sich vom Acker, weil wir chargen ihn mal hinterher. Zum Glück ist Sato unzerbrechlich. Ich hätte natürlich jetzt schon ganz gern, dass unsere Chaoskrieger wiederkommen. Wäre schon ganz schön. Arturell hat noch relativ viel HP. Wir müssen jetzt unbedingt schaffen, dass Burgrim sich hier jetzt langsam mal vom Spielfeld verzieht. Wäre ganz schön. Der ist zwar immun gegen Psychologie, aber da flieht er. Das ist sehr gut. Unser Riese ist auch wieder zurück. Unser Wagen, der macht hier einfach weiter Cycle Charges. Es ist zwar tatsächlich so, dass die Wägen lange nicht mehr so stark sind wie früher gegen die Zwerge aufgrund der höheren Masse, den sie ja jetzt haben, die sie jetzt haben. Aber die sind trotzdem... Ja, trotzdem noch Wägen und der hier ist noch, hat noch sehr viel HP. Und hier sind jetzt zum Glück keine Slayer dabei, die Sartorell gefährlich werden könnten. Was dazu führt, dass wir Sartorell und den Wägen hier jetzt halt einfach so ein bisschen hin und her chargen können. Unsere restlichen Einheiten holen wir mal zurück. Hier kommen wir mal mit Sartorell nochmal rüber. Riese, der muss ein bisschen aufpassen. Der kann jetzt aber trotzdem mal hier mit rein. Und vor allem mit Sartorell, der soll jetzt eigentlich nicht unbedingt noch so lange in den Hammerträgern stehen bleiben. Das sind ja die, die vorhin wieder zurückgekommen sind von der, von dem Quest, die restlichen Verstoßenen, die sie hier da verfolgt haben, auf der einen Flanke dazu machen. Aber der Riese wankt schon wieder, das ist schlecht für mich. Zum Glück haben die Riesen so viel, so gute Moral, aber da flieht er leider. Das ist nicht gut. Sartorell kommt zurück. Wir brauchen dich jetzt hier zum Cycle Chargen. Auch die Reiter brauchen wir hier auf jeden Fall. Wir chargen hier weiter mit unseren Wägen durch die Zwerge durch. Und gucken wir mal, ob wir da noch was machen können. Die Krieger hier will ich eigentlich nicht mehr auf irgendwelche bedrohlichen Ziele schicken mit ihren Zweihandwaffen. Weil die definitiv keine Moral mehr dafür haben. Aber wir müssen hier einfach nur noch diese einzelne Einheit Hammerträger brechen. Dann dürfen wir das eigentlich in der Tasche haben. Wir haben noch alle drei Wägen, das ist gut, aber Sartorell muss jetzt halt raus. Sartorell muss jetzt auf jeden Fall raus, das hilft jetzt nichts. Sartorell muss auf jeden Fall weg von den Slayern, das steht schon mal fest. Zum Glück ist der Typ einfach so unheilig mobil. Aber ich hoffe, dass er das jetzt überlebt. Er hat noch 100 HP. Und die Wägen sind am Start. Oh Mann, wir haben schon wieder einen Reiter verloren. Riese ist wieder am Start. Und meine Wägen sind wirklich noch das Einzige, was wir haben. Mit dem wir hier noch ein bisschen Ärger machen können. Wir können hier mal... Nein, 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 nein. Falsches Ziel, du Trottel. Hat er doch tatsächlich die Slayer angegriffen. Mit seinem Zauber. Das war ziemlich schlecht. Der Riese kommt, ist wie, schon wieder am Start. Wir könnten auch mal hier vielleicht ein paar Zwergenkrieger im Schlachtfeld verdrängen. Auch Sartorell kommt mal hier hinter. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir das auch hinkriegen würden. Sartorell kommt auch hier hinter. Los, flieht! Braucht den Terror von Sartorell, obwohl die Gorbis Chariots, glaube ich, auch Angst verursachen. Aber hier kriegen wir es ja jetzt zur Flucht, sehr schön. Wir müssen die ganzen Zwerge jetzt hier aus dem Spielfeld schicken. Und da haben wir den Massenroute, der von der einen Gruppe Zwerge hier hingekriegt. Sartorell ist wieder am Start. Und unsere Wägen, und da geht der Riese down. Ah ne, Sartorell geht man jetzt noch nicht rein. Die Hammerträger ziehen sich in den Wald zurück. Natürlich eine schlaue Idee. Sartorell steht einfach hier nur ein bisschen rum in der Gegend, weil mit seiner 123 HP, da will ich das nicht riskieren, dass er da jetzt nochmal was... ich denke mal, so ein, zwei Schläge würden wahrscheinlich reichen von diesen gestörten Hammerträgern mit ihrem... Zwei Schläge würden reichen fast, um ihn zu töten. Und das ist natürlich nicht so schön für uns. Er kann hier einfach nur rumstehen mit seinem Terror und da geht unser Gegner down. Alter Schwede, das war eine knappe Kiste. Ja, mein größter Fehler war, dass meine Monster nicht rechtzeitig da waren. Das habe ich ziemlich vergeigt.
Die Riesen waren einfach nicht rechtzeitig in der Frontlinie drin, um mit den Chaosbarbaren gleichzeitig zu kämpfen. Das habe ich total vergeigt. Ich hätte die Gruppe locken sollen, weil so waren die Chaosbarbaren einfach schneller als mein Riese. Oh Mann, das war echt doof. Aber gut, nochmal rausgerissen, der Wagen hat es uns gerettet. Glück habe ich ihn vergessen und er hatte bis zum späten Zeitpunkt noch viel HP. Aber auf jeden Fall eine coole Armee von meinem Gegner. Die Hammerträger sind natürlich echt eine coole Einheit. Und ja, Mann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!